Gutenberg, der hat gelogen, der muss weg. Ja, was soll das denn? Seit wann müssen Politiker weg, wenn sie gelogen haben? Ja, das halbe Kabinett leer. Der Schäuble ist doch auch Finanzminister, oder nicht? Keine neuen Sitten jetzt hier. Und der Gutenberg, der kriegt Al-Qaida auch nicht. Al-Qaida kann man nicht bombardieren. Al-Qaida ist eine Idee. Al-Qaida hat schon längst nichts mehr mit Afghanistan und den Taliban zu tun. Und wir kriegen es auch nicht hin. Wir bombardieren jetzt da ab und zu afghanische Hochzeiten seit 8 Jahren. Ja, aber wem nützt das? Das ist, heißt dann Kollateralschaden und da entschuldigt man sich, sorry, und dann zucken die Minister mit den Schulterpolstern. Hey, Afghanen, wir bombardieren eure Hochzeiten, aber dafür bauen wir euch Brunnen. Stellt euch nicht so an. Und wir bauen euren Kindern Schulen. Und wenn sie dann heiraten, bombardieren wir ihre Hochzeiten. Ja, stellen Sie sich vor, hier würden Leute über unser Land fliegen und Hochzeiten bombardieren. Funktioniert nicht. Geht nicht. Und wie kommen wir dazu? Wieso Afghanistan? Jahrzehntelang hat uns das nie interessiert, wie es der afghanischen Zivilbevölkerung geht oder den afghanischen Frauen. Hat uns das je interessiert, wie es den Frauen in Haiti oder in Indien oder in Iran oder in Nordkorea geht? Wenn wir jetzt alle Länder bombardieren würden, wo Frauenhasser an der Macht sind, dann wäre von der Welt nicht mehr viel übrig. Funktioniert nicht. 4 Millionen Menschen sterben seit 10 Jahren im Ostkongo. Ja, 4 Millionen seit 10 Jahren. Das ist alle 3 Tage 11. September im Ostkongo. Interessiert uns das? Was haben wir gemacht in den letzten 10 Jahren? Über den Soli-Zuschlag gemosert und die Glühbirne abgeschafft. Ja. 70.000 Frauen krepieren jedes Jahr weltweit, weil sie illegal abtreiben müssen. Millionen Frauen bleiben deshalb verstümmelt zurück, hauptsächlich in diesen katholischen armen Ländern. 70.000. Wird sich darüber öffentlich erregt bei Plasberg oder Illner? 70.000 jedes Jahr, immer schon, seit Ewigkeiten. Würde irgendjemand deshalb den Vatikan bombardieren? Jedes Mal, wenn eine Frau im Iran gesteinigt wird, dann läuft das sofort bei NTV durch den Nachrichtenticker. Und man sitzt angewidert und empört davor. Stellen Sie sich vor, man würde alle diese Abtreibungsopfer durch den Nachrichtenticker jagen bei NTV. Das wäre der letzte Arbeitstag von dem Chefredakteur. Millionen Menschen krepieren an AIDS, weil sie keine Kondome verwenden dürfen. Gibt es deswegen Wirtschaftssanktionen gegen den Vatikan? Bloß weil AIDS in Südafrika eine Volksseuche ist? Interessiert uns nicht. Im Koran steht nichts über Burka-Zwang, aber in der Bibel steht halt auch nichts über Kondomverbote. Das ist immer das gleiche uralte Spiel. Wir gegen die anderen, wir gegen den Rest der Welt, die erste Welt gegen den Rest. Seit Jahrhunderten stampfen wir wie die Dreckschweine durch die Weltgeschichte und erniedrigen alles, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Und jetzt wechseln wir während des Spiels die Spielregeln und wedeln bigott mit der Demokratie. So geht das nicht, so kommen wir nicht durch. Glauben wir im Ernst, dass wir mit der Nummer durchkommen, ungestraft? Nee. Das ist immer das Gleiche. Hier, die überheblichen Reichen gegen die gedemütigten Habenixe. Hey, und jetzt lasst uns gefälligst endlich in Ruhe. Wir wollen jetzt bloß noch eure Rohstoffe und eure Töchter ficken. Stellen Sie sich vor, hier würden dauernd asiatische Rentner nach Deutschland fliegen und unsere Töchter ficken. Ja? Und die Söhne könnten auch nichts machen, weil sie Fußbälle nähen müssen für asiatische Champions League. Ja? Da gibt es doch den einen oder anderen Vater hier im Saal, der sich mal einen Sprengstoffgürtel umschnallen möchte. Ganz einfach. Ganz einfach. Und hey, hey Afghanen, eure Toten heißen bei uns Kollateralschaden. Ja, das machen wir immer so. Wenn wir den Schmerz nicht aushalten können, erfinden wir einfach irgendein Wort dafür. Dann passt das. Und wenn wir das Wort Kollateralschaden schon im Zweiten Weltkrieg gekannt hätten, dann müssten wir uns heute nicht mit Erika Steinbach rumschlagen. Herzlichen Glückwunsch.